Ja, das war vor rund 1,5 Stunden. Bevor es gestartet hat, da gab es einzelne Pyrotechnik und Personen, 3 insgesamt, wurden auch kurz dann festgenommen. 2 junge Männer und ein weiterer darf man in Deutschland nicht, ist verboten. Die Polizei hat das dann auch dementsprechend sanktioniert. Der Fanmarsch, auf dem wir uns befinden, der geht hier sehr friedlich und vor allem auch sehr lautstark über die Bühne. Bis zu 12.000 österreichische Fans, die sind hier auch zugegen. Wir sind ja gestartet vom Richard-Wagner-Platz, dann ging es durch ein Waldstück. Wir befinden uns nach wie vor hier in einem verlängerten Waldstück, also sollten Sie in den nächsten Tagen Brennnesselsuppe in Leipzig in einem Gasthaus genießen, dann eher davon Abstand nehmen, denn Brennnesseln wurden hier und da auch ein bisschen verewigt, dann als viel Bier getrunken wurde. Aber hier hören wir auf alle Fälle wirklich wunderbare Gesänge der österreichischen Fans. Vielleicht schauen wir da mal rein. Also wir holen den Pokal, wird hier schon gesungen, vorher auch, dass man schon nach Berlin fahren wird, denn das Viertelfinale und natürlich auch das Grande Finale dieser Europameisterschaft werden ja dann in Berlin auch über die Bühne gehen. Und dementsprechend freuen sich auch die österreichischen Fans auf die heutige Begegnung gegen die Türkei. Aber dennoch ist Vorsicht angesagt, denn seit 35 Jahren, seit 1988, warten wir auf einen Pflichtspielsieg gegen die Türken. Zuletzt gab es aber in einem Testspiel vor einigen Wochen auch ein sehr schönes Ergebnis, 6:1 gegen die Türkei. Das würden wir heute natürlich auch wieder nehmen. Wir warten auf alle Fälle ab, wie die Österreicher sich schlagen werden in Leipzig, in diesem Stadion, das vor allem für den österreichischen Teamchef, für Ralf Rangnick, so eine imposante und wichtige Bedeutung hat, aber auch für 4 seiner Spieler, die dort entweder tätig waren, wie Sabitzer oder Leimer, beziehungsweise dort tätig sind. Und ja, Denis, ich glaube, heute halten alle 9 Millionen Teamchefs des Landes nicht nur unserem Teamchef die Daumen, sondern auch der österreichischen Nationalmannschaft gegen die Türkei, die heute wahrscheinlich der leichte Außenseiter ist. Aber wer schlussendlich nach Berlin ins Viertelfinale fährt, das ist jetzt noch offen. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Also bei den Fans ist die Stimmung hervorragend in Leipzig. Die sind schon auf Betriebstemperatur, ziehen lauthals singend durch die Straßen von Leipzig, damit jeder weiß, Österreich ist da. Wir spielen heute gegen die Türkei. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt zu unseren nächsten Live-Reportern. Von Leipzig schauen wir jetzt als nächstes zum Kollegen in Wien. Zum Rathausplatz. Dort findet das größte Public Viewing Österreichs statt. Und zwar ist dort Dominik Hahner. Und man muss sagen, die Polizei ist schon auch in Alarmbereitschaft bei diesem Spiel heute gegen die Türkei. Man hofft, dass alles friedlich bleibt. Und deswegen ist auch mehr Polizei bei den Public Viewings als sonst. Dominik, kannst du uns zur Polizeipräsenz vor Ort schon etwas sagen? Ja, die Polizei ist natürlich in ganz besonderer Alarmbereitschaft ob der Bedeutung des heutigen Spiels. Also nicht nur Ordner, sondern auch Polizisten, sowohl in Uniform als auch in Zivil, spazieren hier. Wir haben schon einige gesehen, also die überlassen wirklich nichts dem Zufall. Aber ich habe hier 2 Fans bei mir und ich würde vorschlagen, mit denen würden wir uns kurz auch unterhalten über die sportliche Ausgangslage. Wie lautet euer Tipp für das heutige Match? 2-0 Österreich. Ja, was sagst du? 3-2 Österreich. Du hast mir vorhin erzählt, du kommst aus Deutschland, oder? Ja. Aus der Nähe von Nürnberg. Ist hier besser als in Deutschland, die Fanzone? Weiß ich nicht, ich war in Deutschland auf keiner, kann ich nicht sagen. Und was ist dein, was sagst du bisher zur Performance des ÖFB-Teams? Sau gut bis jetzt, richtig gut. Bist du schon nervös? Nein, es geht noch, ein paar Stunden sind noch. Was sagst du zur bisherigen Leistung des Nationalteams bei der EM? Man könnte wirklich Geschichte schreiben. Was würde das auch bedeuten für den österreichischen Fußball, wenn man tatsächlich aufsteigen würde? Natürlich eine super Auszeichnung. Ich finde die Performance gut. Sie präsentieren sich als Mannschaft, was wirklich schön zu sehen ist. Jedes füreinander da. Cool. Und für den österreichischen Fußball natürlich wieder ein Schub nach vorne. Motivation und Energie auch für die Kids im Nachwuchs. Wie nimmt man jetzt auch als Deutscher die Leistung des Nationalteams wahr? Man muss sagen, die DFB-Elf, die wollte ja eigentlich auch, oder hätte die Chance gehabt, Ralf Rangnick zu bekommen. Jetzt ist er bei uns Teamchef, aber der Julian Nagelsmann macht das ja auch nicht so schlecht, oder? Nee, ich glaube, wir sind froh, dass wir den Julian haben und lassen euch auch gern den Ralf Rangnick dann.
Okay, alles klar. Dann hoffen wir natürlich auch, dass alles friedlich bleibt heute. Danke an euch und viel Spaß heute beim Public Viewing. Ja. Also man sieht es schon, langsam fühlt sich hier die Fanzone am Rathausplatz. Die Gastrostände, die sind ja natürlich auch schon längst bereit. Es läuft ja derzeit auch das Filmfestival. Das muss aber natürlich heute aufgrund des EM-Spiels weichen, weil wir hoffen, dass alles, wie gesagt, friedlich über die Bühne geht. Die Polizei, die ist auf jeden Fall in Alarmbereitschaft. 14.500 Fans haben hier Platz am Rathausplatz und es ist davon auszugehen, dass die Kapazität ausgeschöpft wird. Das gesamte Areal, das ist videoüberwacht und alle vier Eingänge, die es hier gibt in der Fanzone am Rathausplatz, da wird natürlich auch strengstens kontrolliert. Also einem hoffentlich sicheren Fußballfest und einem historischen Abend steht nichts im Wege. Ja, vielen Dank an unseren Live-Reporter Dominik Hahner. Und zum deutschen Herrn sei noch gesagt, auch die Deutschen sind in rot-weiß-roter Stimmung. Denn in Deutschland sind teilweise die rot-weiß-roten Fanartikel ausverkauft. Und in Berlin vorm Brandenburger Tor wird heute das Österreich gegen die Türkei-Spiel gezeigt, obwohl eigentlich nur die Deutschlandspiele dort gezeigt werden und dann nur die Viertelfinalspiele. Also große Auszeichnung. Die Fußball-Euphorie, die schwappt jetzt über die Grenzen rüber. Und wir schauen nach Wien zum Reumannplatz. Dort befindet sich unser TV-Reporter Markus Binder. Das ist ein Platz, an dem viele Türkei-Fans üblicherweise feiern. Wie sieht es da im Moment aus bei dir? Also im Moment sieht es ja aus wie an jedem anderen üblichen Tag. Man sieht hier im Moment auch überhaupt nichts, was irgendwie daran erinnern könnte, dass heute Österreich gegen die Türkei spielt. Wir haben hier bestenfalls einen Mann da drüben in einem Fußballtrikot, das dürfte aber eher nichts mit dem heutigen Tag zu tun haben. Also bislang ist hier noch nicht viel zu merken, aber ja, wir wissen natürlich, wenn dann Grund zum Feiern oder vielleicht auch fürs Gegenteil ist, dann tut sich da oft was am Reumannplatz und wir werden das heute hier auch beobachten, aber bislang ist es vollkommen friedlich und wir haben hier auch noch nicht bemerkt, dass es ein vermehrtes Polizeiaufkommen gibt. Anders beim Hauptbahnhof, dort gibt es ja von der ÖBB eine Public Viewing Zone und als wir die verlassen haben, so gegen 17.45 Uhr, da ist dort auch schon Polizei gewesen. Allerdings können wir nicht genau sagen, ob das wegen einem Vorfall am Bahnhof war oder ob das tatsächlich schon die Polizei ist, die sich dort auch schon ein bisschen positioniert. Man hat ja gesagt, heute ist ein ganz besonderes Spiel. Man wird schauen, dass überall dort, wo Public Viewings sind, auch vermehrt Polizei unterwegs ist. Eben nicht nur in Uniform, sondern eben auch zivil. Und wir gehen davon aus, dass auch hier später im Laufe des Spieles bzw. nach dem Spiel deutlich mehr los sein wird als aktuell. Denn momentan ganz ruhig am Reumannplatz. Alles klar. Vielen Dank an unseren Reporter Markus Binder. Und wir schauen jetzt schon zu unserem Nächsten. Und zwar ist das Mike Vogel. Er befindet sich bei einem Public Viewing in Salzburg. Wie ist die Stimmung bei euch? Ja, die Stimmung hier in Salzburg ist traumhaft. Ich bin im Traditionsgasthaus hier im Steinlechner mit dem Wirten Peter Huber. Und hier beginnt schon wirklich mit guter Stimmung dieser ganze Abend. Die Fernseher, die laufen schon, das wurde schon alles kontrolliert. Es gibt mehrere Bildschirme hier und es ist eines der wenigen Public Viewings in Salzburg hier. Und die Leute, die genießen es natürlich. Und da gibt es auch genügend Reservierungen schon. Peter, wie schaut es aus mit den Reservierungen? Naja, heute sind wir also komplett voll innen und außen. Das Wetter ist so, dass es für beides passt. Und ja, wir haben, glaube ich, nur 70 oder 60 Tische, 70 Tische absagen müssen. Also die Nachfrage ist gigantisch. Jeder möchte zum Public Viewing. Wir haben einfach jetzt auch hier in den letzten Spielen eine tolle Stimmung gehabt. Da spricht sich umher. Die Leute sind einfach happy und wollen einfach kommen und haben einfach hier eine riesen Gaudi. Österreich natürlich sensationell dabei, spielt sehr gut. Das macht das Ganze natürlich noch viel interessanter und noch viel, viel besser. Du bist ja hier mit einem Original ÖFB-Trikot, sehr passend. Bei den anderen Gästen gibt es ein paar Gesichtsbemalungen und auch ein paar Shirts. Aber bei dir ist es wirklich sehr, sehr stilecht. Wie reagieren die Gäste bei deinen Public Viewings? Ist da wirklich eine gute Stimmung? Kocht man hier heraus bei den Toren? Ja, also beim letzten Spiel in Holland war es wirklich sensationell. Da war einfach nachher wirklich wie im Stadion live. Die Leute haben mit den Fahnen geschwungen, haben gefeiert, sind sie in die Arme gelegen. Also es war wirklich ein Gänsehautgefühl. Unglaublich, dass Österreich eben so tolle Leistung gebracht hat. Und die Leute gingen voll mit, sind voll happy und sind auch voll motiviert. Und wie gesagt, wir haben ein paar Mal Österreich angestimmt und alle singen mit. Es war richtig eine tolle Stimmung. Also wirklich ganz einzigartig, habe ich vorher so noch nie erlebt. Glaubst du, man hat heute wieder was zum Feiern? Wie glaubst du, wird das Match ausgehen? Ja, ich denke mal, ich hoffe es natürlich. Ich glaube, wir sind Favorit, aber ist halt so, auch im Fußball kann alles passieren. Aber ich denke, wir gewinnen 3-1.
3:1, guter Tipp. Die Wettquoten, die stehen ja auch relativ gut für Österreich. Wenn man sich jetzt das anschaut, das Freundschaftsspiel vor einigen Monaten, das ist 6:1 ausgegangen für Österreich. Und das ist natürlich ein Erfolg. Und da müssen die Österreicher zuerst mal anknüpfen können an das, oder? Genau, ich glaube, das Freundschaftsspiel darf man nicht überbewerten. Es war ein Freundschaftsspiel, aber man sieht, Österreich spielt ein geiles Pressing. Das stellt sehr viele Mannschaften vor Probleme. Und ich glaube auch, dass wir absolut, wie gesagt, hier sehr, sehr gute Chancen haben zu gewinnen. Aber die 6:1, glaube ich, darf man nicht überbewerten. Das ist einfach in einem Freundschaftsspiel und die Türken sind absolut keine schlechte Mannschaft. Aber ich glaube, es wird sich am Ende ausgehen und wir werden am Samstag das nächste Spiel sehen von Österreich. Davon bin ich fast überzeugt. Das heißt, heute am Abend gibt es bei dir zum Essen Schnitzel und Schweinsbraten, aber kein Döner? Keine Döner, wir haben Grillhändl, wir haben eine Außenküche, Grillhändl ist passend, Schnitzel, Schweinsbraten natürlich, keine Frage. Und wir haben ja auch, muss ich sagen, glaube ich, 99% wirklich Salzburger. Ich bin wirklich ein Wirtshaus für Salzburger und wir haben sehr, sehr viele Reservierungen, die kommen zu jedem Spiel, die haben jetzt schon für die nächsten Spiele wieder reserviert. Also ganz toll, viele Stammtische, viele Stammgäste und viele, viele Salzburger, die einfach wieder happy sind, dass auch hier der Steinlechner wieder gut bespielt wird und dass einfach wieder hier in den Traditionswirtshaus einfach auch wieder was los ist. Dann hoffen wir natürlich, dass es noch viele Public Viewings hier gibt für Österreich. Das wäre natürlich ein Traum für die österreichische Mannschaft, denn vielleicht schaffen es wir Österreicher endlich mal ins Viertelfinale.